Hey, heute geht's mal um das Missverständnis, die Frauen würden nicht über ihre erotischen Wünsche sprechen. Dieses Missverständnis habe ich erst neulich aufgedeckt und darüber möchte ich in diesem Video sprechen und auch über die Sicht der Frauen und was das jetzt genau heißt für unser Sexspiel. Mein Name ist Jenny Kühne und ich helfe Männern in Beziehungen dabei die Lust ihrer Partnerin neu zu entfachen und eine erfüllende Sexualität zu leben. Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Abonniere den gerne, ich sage es jetzt mal am Anfang, und like das Video. Das hilft nämlich nicht nur mir, sondern auch allen Zusehern, weil dann einfach mehr Leute das Video ausgespielt bekommen. Ja. Heute geht es um dieses super krasse Missverständnis. Er sagt, sie erzählt mir nichts zum Thema, was sie sich wünscht. Und sie sagt, er hört einfach nicht zu, er setzt nicht um, er kriegt gar nichts gebacken, was ich mir wünsche. Und tatsächlich, also mir geht es ja selber so als Frau, dass ich sehr, sehr viele Partner hatte, wo ich eben das Gefühl hatte, egal was ich sage, das kommt nicht an. Wenn ich es indirekt sage, direkt oder wie auch immer. Es wurde nicht richtig verstanden. Ja, so habe ich und so mit dieser Haltung habe ich das immer hier in meinen Kursen, meinen Angeboten, meinen Produkten, meinen Männern weitergegeben. Aber letztendlich für den Mann stellt es sich so dar, dass sie nichts sagt. Ja, und dass sie sich da überhaupt nicht auslässt darüber. Und das heißt, die Sache stellt sich sozusagen für Mann und Frau unterschiedlich dar. Und jetzt geht es sozusagen darum, genau rauszufinden, warum denn da so ein Unterschied ist und was das genau ist. Ja? Und dazu habe ich auch mein gratis E-Book und Audio gemacht. Das kannst du hier unter dem Video direkt runterladen und kriegst da echt super viele Einblicke, wie das nun genau ist. Und ich möchte da jetzt auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Ja, und ein Teil ist natürlich, dass wir indirekt sprechen. Also wir sprechen einmal, wir sprechen eine andere Sprache, sowieso ja so emotional, das hast du ja vielleicht schon gemerkt. Wir haben andere Bedürfnisse, wir haben andere Neigungen. Wir sind einfach, sag ich jetzt mal, wir haben andere Lebensprinzipien, könnte man sagen. Und das ist ja auch das Erregende daran, dass wir so verschieden sind. Und ja, ich vereinfache das jetzt, ne? Das ist auf diesem Thema oder auf diesem Kanal mit diesem Thema notwendig. Das heißt, es kann schon sein, dass du anders bist oder dein Partnerin anders ist als so die klassischen Frauen oder Männer. Ja, das ist mal nochmal so zur Absicherung. Aber wir sprechen eine andere Sprache. Das merkst du eben, wenn du mit ihr redest, wie es ihr geht und so. Da redet sie über viele Sachen, die du nicht verstehst. Und beim Sex ist es genauso. Ja, da reden wir eben anders. Und oftmals missverstehen wir uns. So, und dann wäre die Frage, ja, wie reden wir denn? Ja, wir reden indirekt. Es kann schon mal sein, dass eine Frau sagt, bitte geh dich waschen. Ja? Und das sagt sie dann. Also das mal jetzt so als Extrembeispiel, sie sagt es direkt und sie sagt es dreimal oder fünfmal und dann sagt sie es nicht mehr. Ja, und irgendwann hat sie dann keine Lust mehr auf Sex mit dir. Und du hast es vergessen, dass sie es mal direkt gesagt hat und dass das hieß, dass du dich jedes Mal waschen sollst. Und da wäre die Frage, die Frau hat nicht, also das wäre die Aufgabe, die Lernaufgabe der Frau, direkt, wenn die. Also wenn sie direkte, sag ich jetzt mal, klare Ansagen macht und es nicht passiert, dann direkt eine Konsequenz folgen zu lassen. Weil der Mann braucht diese Konsequenz. Ja, und das ist die Lernaufgabe der Frau jetzt in dem Falle. Und für dich heißt es, genau hinzuhören, ja, was sie sagt. Und wenn sie schon mal eine direkte Ansage macht, dann das auch umzusetzen. Weil natürlich hat es eine Konsequenz, wenn du nicht gewaschen bist. Oder nur alle, sag ich jetzt mal, alle 2 Tage dich duschen gehst. Das heißt, jeden zweiten Tag bist du nicht frisch. Und dann willst du aber mit ihr Sex haben. Ja. So.
Und du weißt, wir Frauen sind viel feinfühliger, unsere Haut ist viel zarter, wir sind viel sensibler, wir haben viel mehr Gefühle. So, das heißt, wir brauchen da mehr Aufmerksamkeit, mehr Präsenz, nenne ich das ja immer von dir. So, und wenn wir oftmals, wenn du zum Beispiel fragst, jetzt so ein anderes Beispiel zum Thema indirekt, du fragst, was hast du denn für Wünsche, Schatz, sexueller Art? Oder was findest du denn geil, jetzt, wenn ich jetzt dich berühre? Und dann sagt sie in der Regel, ach, ist eigentlich alles okay, alles gut. Oder, ja, mir gefällt das, wie du es machst. Ja, also das heißt, die Frau wird, und da das kommt auch wieder das Thema Lust oder erotische Wünsche und Lust und Scham dazu, ja, weil wir Frauen haben ja da einen anderen Zugang zu, oder es ist so ein, wir dürfen die Heilige sein, aber die Hure weniger. Und das ist so das eine. Und das andere ist, dass wir eben niemals direkt sagen würden, du, ja, wir wünschen uns oder ich wünsche mir, dass wir jetzt ein Rollenspiel machen zum Thema Chef und Sekretärin. Ja, also wir würden das niemals so aussprechen, weil wir das gar nicht können. Wir haben so viele versaute Sachen im Kopf. Ich werde jetzt mal den Satz nicht weitersprechen. So. Und das heißt, was heißt das? Du darfst Techniken lernen, wie du das aus ihr herauskriegst, hört sich so blöde an, aber wie du mit ihr sprechen darfst, damit du da Sachen rauskriegst, ein Feedback kriegst. Also Beispiel, Liebessprache, sprechen lernen. Ja, die Sprache der Verführung sprechen lernen und dann auch sprechen. Und ein weiterer Punkt ist, wir Frauen, wir brauchen dann auch eure Hilfe dabei, dass wir da über diese Grenzen, weil wir haben so, sag ich jetzt mal, ja, so viele Themen, wo wir dann Nein sagen, nein, es ist zu hell, nein, es ist zu laut, nein, es ist, da sind zu viele Leute, nein, es ist so und so und so. Nein, diese Praxis mache ich nicht und so weiter. Und da brauchen wir euch, damit wir diese Grenzen überschreiten können. So, was fällt mir denn jetzt noch dazu ein? Auf jeden Fall. Genau, jetzt fällt mir noch was ein. Also wenn es so indirekt ist, diese Sprache, dann darfst du auch darauf achten, und das ist eben auch mit Wahrnehmung gemeint und Präsenz, welche Zeichen sie gibt. Eben mit der Sprache, mit dem Körper, mit den Tönen, also mit den Geräuschen. Und daraus dann deine Schlüsse ziehen, wo sie abgeht wie Schmitz Katze und wo nicht. Und die meisten Männer können das nicht. Die haben da gar kein Ohr für. Ich weiß nicht warum. Also einige Männer schon, aber viele auch gar nicht. Ja, und ist ja so ganz einfach. Du machst irgendeine Bewegung oder irgendeine, naja, ist ja irgendeine Bewegung. Und dann hörst du ja, ist sie erregter als vorher oder nicht? Und wenn sie nicht erregter ist, dann kannst du entweder das eine Weile noch weitermachen oder eben was anderes machen. Ganz einfach. In diesem Sinne, mein Lieber, habe ich jetzt dieses Missverständnis aufgedeckt, und es gibt sozusagen Aufgaben, wo sie was tun kann. Habe ich jetzt ja weniger drüber gesprochen, sondern auch ganz viele Aufgaben, die du jetzt ändern kannst, weil du interessierst dich ja für dein Sexleben und willst da mehr Freude reinbringen. Und wenn sie es denn wollte, könnte sie es auch. Ich habe auch einen Frauenkurs. In diesem Sinne, ihr Lieben, abonnieren, liken und sich das Freebie holen. Ja, bis bald.